History in Use. Hallo und herzlich willkommen zur allerersten Folge von History in Use. Heute möchte ich mich mit dem Thema Alles sozial oder was beschäftigen und euch den Unterschied zwischen der sozialen Frage, der Sozialgesetzgebung und den Sozialistengesetzen klar machen. Nun zuerst steht die Frage, was war die soziale Frage? Die soziale Frage kam in der Zeit der industriellen Revolution auf und bezeichnete die Kernprobleme, die mit der industriellen Revolution einhergingen. Das waren Pauperismus und Existenzunsicherheit von Bauern, von Handwerkern, Arbeitern und kleinen Angestellten. Im Zuge der fortschreitenden Industrialisierung veränderte sich die soziale Frage. Das war etwa in den 1850er, 1870er Jahren und wurde durch den starken industriellen Aufschwung ein Problem der Arbeiterschicht. Ergebnis waren Massenarbeitslosigkeit, Massenarmut, sehr ungünstige Lebensbedingungen, die erst einmal noch gelöst werden sollten. Nun kamen für dieses Themenfeld verschiedene Akteure in Frage. Zum einen war hier die Kirche unterwegs. Diverse Programme sollten hier das Los der Arbeiterschaft bessern. Ebenso begannen auch einige Unternehmer mit Lösungsansätzen. Dem folgten Genossenschaften und die sogenannte Raiffeisenbewegung, besonders auf dem Land, und auch die ersten Gewerkschaften. Gewerkschaften versuchten, das Los der Arbeitnehmer hauptsächlich über Verhandlungen und Streiks zu verbessern. Das Ziel hier war ganz eindeutig bessere Arbeitsbedingungen für die Arbeiter in den Industriebetrieben. Letztendlich waren auch der Staat mit seiner Sozialgesetzgebung, dazu später mehr, und aber auch die Parteien für Arbeiter tätig. Allen voran steht die heutige SPD, die Sozialdemokratische Partei Deutschlands, die es allerdings erst ab 1890 in dieser Form gegeben hatte. Das heißt, in der Kernzeit der sozialen Frage existierte die SPD noch nicht. Wohl aber eine Vorgängervereinigung, die Sozialistische Arbeiterpartei Deutschlands, die SAP. Diese versuchte ihrerseits auch das Los der Arbeiter zu verbessern. Doch um zu verstehen, wie die SAP wirkte, muss man weiter in die Vergangenheit zurückblicken. Die SAP selbst entstand nämlich aus dem Allgemeinen Deutschen Arbeiterverein, der 1863 von Ferdinand Lassalle gegründet wurde. Der Allgemeine Deutsche Arbeiterverein setzte große Hoffnungen in den Staat und drückte seinen Wunsch nach Reformen aus und vertrat damit eher die gemäßigte Linie. Der Allgemeine Deutsche Arbeiterverein schloss sich mit einer weiteren Partei, die ihrerseits allerdings von Karl Marx und Friedrich Engels beeinflusst wurde, nämlich der Sozialdemokratischen Deutschen Arbeiterpartei SDAP, die 1869 gegründet worden war, unter der Führung von August Bebel und Wilhelm Liebknecht zusammen. Diese SDAP war sehr marxistisch orientiert. Sie kämpften für die Befreiung der arbeitenden Klassen. Hier ist also ganz klar das Element des Klassenkampfs zu erkennen, das wir hier aus dem Kommunistischen Manifest schon kennen. Nun schloss sich die SDAP mit dem Allgemeinen Deutschen Arbeiterverein zusammen, um die Macht und ihren Einfluss zu bündeln, und 1875 entstand so die Sozialistische Arbeiterpartei Deutschlands, die SAP. Nun hatte ich vorhin bereits die Sozialgesetzgebung angesprochen.
Die Sozialgesetzgebung bzw. Sozialgesetze gingen auf den Reichskanzler Otto von Bismarck zurück. Auch Bismarck war die Not der Arbeiter nicht entgangen. Allerdings hatte er eine eher politische Motivation, dieses Leid zu lindern, denn für Bismarck war die große Gefahr der Sozialismus und die sozialistischen Bewegungen. Bismarcks Ansatz war es demnach, mit bis dahin unbekannten Neuerungen wie der Rentenversicherung, Invalidenrente und dergleichen, das Los der Arbeiter zu mindern. Dadurch sollten die Arbeitsbedingungen verbessert werden und eine in Europa einzigartige Fürsorge geschaffen werden. Dies gelang Bismarck aber nur zum Teil, denn die tatsächlich erbrachten Leistungen seiner Sozialgesetzgebung waren begrenzt. Wie bereits gesagt, war für Bismarck nicht nur eine Verbesserung der Lage der Arbeiter wichtig. Für ihn war es auch sehr wichtig, die sozialistischen Umtriebe im Deutschen Reich zu bekämpfen. Deshalb erließ er die Sozialistengesetze oder auch das Sozialistengesetz. Das ist eine Kurzbezeichnung für das sogenannte Gesetz gegen die gemeingefährlichen Bestrebungen der Sozialdemokratie. Nun kann man sich an diesem Titel bereits relativ gut orientieren, denn Bismarck hielt die Sozialdemokratie für ein gemeingefährliches Übel, das bekämpft werden musste. Wir sehen in seiner Politik also jetzt eine Art zweischneidiges Vorgehen. Zum einen Zuckerbrot mit der Sozialgesetzgebung und Peitsche mit den Sozialistengesetzen. Wie wirkten diese Sozialistengesetze? Auch hier ist die Bedeutung und Wirkung mit Vorsicht zu betrachten. Einerseits behinderten die Sozialistengesetze ganz erfolgreich die Gewerkschaftsbewegung. Durch Versammlungsverbote wurde das Gewerkschaftstreiben beinahe eingeschränkt bzw. sehr stark illegalisiert. Gegen das Parteiwesen, in diesem Fall gegen die Sozialistische Arbeiterpartei Deutschlands jedoch, war die Wirkung nur mäßig erfolgreich. Zwar war das Sozialistengesetz de facto ein Versammlungsverbot, ein Parteiverbot, allerdings war die Arbeit der Parteien in den Parlamenten dennoch möglich und gleichzeitig bedeutete dieser zweischneidige Kurs eine Radikalisierung und zunehmenden Wahlerfolg der Sozialistischen Arbeiterpartei Deutschlands. Und damit wurde Bismarcks Gesetz eigentlich zu großen Teilen oder zu gewissen Teilen ad absurdum geführt. Wichtig hier ist jetzt allerdings Folgendes noch zu merken. Wir sehen hier, die Sozialistengesetze dauern von 1878 bis 1890. Wieso nicht länger? Bismarck tritt 1890 zurück und damit werden die Sozialistengesetze nicht verlängert. Das heißt, mit dem Rücktritt Bismarcks wird die Arbeiterbewegung, die politische Vertretung der Arbeiterbewegung und damit die Sozialdemokratische Partei Deutschlands, die jetzige SPD, wieder legal. Das Ende des 19. Jahrhunderts sieht somit eine gewisse Verbesserung der Arbeiterlage, was zum einen auf Kirche, Unternehmer, auf genossenschaftliche und wirtschaftliche Vorstöße, aber genauso auf Anstrengungen der Gewerkschaften, der Sozialgesetzgebung und der Parteien zurückzuführen ist. Die soziale Frage findet mit dem ausgehenden 19. Jahrhundert ihr Ende, beziehungsweise findet es weitgehend. Und wichtig für euch ist es an dieser Stelle, euch darüber klar zu sein, dass die soziale Frage, die Sozialgesetzgebung und die Sozialistengesetze zwar alle miteinander zusammenhängen, aber bestimmt nicht das Gleiche sind.